Important Announcement. Die Audioqualität dieser Folge ist leider für den Arsch. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Meilensteinerei, start eine Rakete vom Mars aus. Ach so, es gibt auch Meilensteine von hier. Cool. Forschung pro Sol. Das ist das Kontrollzentrum. Okay. Ja, wie... Haben wir nicht eine Expedition losgeschickt? Obwohl, nee, stimmt, wir haben die Expedition abgebrochen. Stimmt. Missionsprofil. Gibt 5.000... Ach so. 5 Milliarden Geldmittel ausbringen. Und dafür kriege ich 2 Sterling-Generator Fertigbauten. Wieso sollte ich das tun? Exportiere Edelmetalle im Wert von 2.000... Im Wert von 2 Milliarden. Verfüge über 5 intelligente Anlagen. 5 Promi-Bewerber. Verfüge über 20 Kolonisten mit der Touristeigenschaft. Es gibt Touristen. Generiere innerhalb von 5 Souls 10 Milliarden innerhalb von 5 Tagen. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Wieso schaffen es die Raketen eigentlich an einem Tag zurück zur Erde? Gut, ich weiß nicht, wie lang so ein Tag auf dem Mars ist. Aber so schnell, wie sich die Drohnen bewegen, dauert so eine Reise zum Mars nicht normalerweise ein paar Monate? Keine Ahnung. Das ist unser tolles Universallager. Die Lager sehen echt immer so schön aus. Alles so schön geordnet. 180 Metalle. Uff. Gibt's hier irgendwo Metalle? Transporter, kannst du irgendwo Metalle entfernen? Irgendwo Metalle zum Abbauen. Automatisches Speichern. Ich sehe nichts. Dann werden wir es wohl auch erstmal nicht brauchen. Hier ist schon das Ende der Karte. Die Karte ist aber echt groß, oder? Ach so, wir sind. Alter, wir sind hier richtig weit unten. Wie groß die Karte einfach ist. Heftig. Ach, guck mal, da kann man sich so schön vorstellen, wie die Kinder hier sind. Und wie sie sich freuen. Wieso hört man doch schon Geräusche? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Lol. Man hört einfach schon Geräusche. Geil. Wassererzeugung, Wasserbedarf. Ach, guck mal, die Falcon 3000 ist bereit zum Landen. Weil die müssen wir jetzt mal abholen. Wir können sie auch hier lagern. Lagern. Landen lassen, damit nichts verstaubt wird einfach. Yay, London. Hi. So, da ist unser wunderbarer ferngesteuerter Erkunder und du beginnst auch direkt mal damit, eine Anomalie zu scannen, mein Lieber. Und die ganzen Drohnen können sich dann jetzt den ganzen Drohnenkommandanten zuweisen. Hier wird alles entladen, beziehungsweise wir haben nicht wirklich was zum Entladen, wir haben nur ganz viele neue Drohnen. Ich habe jetzt einfach den Treibstoff reingepackt. Noch nicht. Gibt es noch irgendwelche Depots, die wir machen können? Treibstoff auf jeden Fall. War bisher Nahrungsspeicher? Eher nicht. Aber ich mache es trotzdem mal hin. Oh, das mag ich ja jetzt erst. Guck mal. Lel. Oh, wieso? Oh, mein Bildschirm wurde gerade irgendwie rot. Keine Ahnung. So, was können wir denn noch machen? Low G, bla bla bla. Ferngesteuerter Transporter Ressourcen schneller ab und sein maximales Ladevolumen wird erhöht. Extratoren. Erhöht die Produktion um 25% und den Stromverbrauch um 10 Strom. Ach du Kacke. Alter, einmalig Geldmittel. Oh ja, Geld. Geld, Alter. Alter, Geld. So, ihr Drohnen, ihr habt alles ausgelagert. Ne, jetzt verpisst euch mal da. Fliegt jetzt eine Rakete los, verpisst euch. Nein! Ach du Kacke, sind die alle kaputt. Ich wollte halt nicht einzeln irgendwo hinschicken, aber sie sind alle repariert und du machst gar nichts. Lol. Ich will dich Bertram nennen. Kann ich dich umbenennen? Skin wechseln? Was gibt's, Skins? Oh, es gibt Skins, das wusste ich gar nicht. Kann ich dich trotzdem umbenennen? Ja, du bist Bär.
Wie wird Bertram geschrieben? Nee, dann bist du Bernhard. Bernhard! Digga, was geht ab? So, Bernhard, du bist jetzt unsere Hauptdrohne. Wo fährst du gerade hin? Du holst Beton ab. Nein, tust du gar nicht. Bernhard, was machst du? Kehrt zu Aufseher zurück, geladen mit... Geht zu Ort. Ach, guck mal, hier sind ja schon einige blau. Das sind wahrscheinlich die neuen, ne? Wahrscheinlich. Forschung abgeschlossen, Stilllegungsprotokoll. Also, wenn wir was abreißen wollen, bleibt nichts übrig. Was sonst halt so ist. Stimmt. Die Falcon 67 ist ja auch schon angekommen. Wissenschaftler, das sind sehr viele Wissenschaftler. Aber ja, Spezialisten. Wir haben keine Ingenieure. Wie viele Wissenschaftler haben wir? 4 Wissenschaftler. Geh mal zurück. So, also würde ich sagen, müssen wir noch einen Ingenieur hier finden. Komm. Ich will von allem irgendwas haben. Da, du bist Ingenieur. Jetzt haben wir von allem irgendwas. Falcon, starte. So, Leute. Dann kriegen wir gleich unsere ersten Kolonisten hier auf diesem Planeten. Wunderbar, Wunderbärchen. Ich gucke die ganze Zeit auf dieses Vorkommen. Das muss mich eigentlich gar nicht jucken. Aber ich tue es trotzdem. Und wir haben sehr viele Gesteinsabfälle. 8, du Kacke, wir haben wirklich viel Treibstoff. Das ist wirklich eine ganze Menge. Da würde ich sagen, machen wir den Treibstoff mal da raus. Ach du Kacke, kommen jetzt hier auf einmal viele Drohnen hin. Yay! Da ist noch einer. Leute, ihr habt einen vergessen. Hä? Ach so. Wieso konnte ich ihn von da nehmen? Das macht keinen Sinn. Egal. So, naja. Ah, ich freue mich schon, Leute. Kriegen wir gleich unsere ersten Kolonisten. Es gab doch so eine Art Landeplatz. Ja, Landeplattform. Perfekt, dann wird nichts verstaubt, oder? So, Leute. Das muss jetzt... Ach, Beton für so ein riesiges Ding. Ja, wahrscheinlich. Kriegst ab Beton für diese Platte da verbraucht. Die wurde einfach kostenlos generiert. Yay, bauen, Leute. Jetzt braucht die Drohne das alleine. Boah, kommen da noch wieder hin. Toller fährt einfach durch. Lol. Okay, jetzt haben wir eine Landeplattform. Die sieht wirklich schick aus. Muss man mal sagen. Ich mag dieses Spiel auf jeden Fall echt gerne. Macht Spaß. Wie viel kostet so eine Kuppel eigentlich? Polymere kostet die. Ach du Kacke. Haben wir eigentlich Verbrauch von etwas? Maschinenteile für Wartung. Okay, wir müssen dann bald mit der Maschinenteilfabrik beginnen. Und Elektronikgeräte auch. Und von denen haben wir wirklich nicht mehr viele. Aber ich habe auch aktiviert, dass die Wartung eigentlich nicht so schlimm ist wie sonst. Deswegen dürfte das gar kein Problem sein. Durchgangsrampe. Ermöglicht das Fahrzeug und Drohnen Durchgänge zu nutzen. Cool. Wie, also, es gibt hier Durchgänge, das weiß ich. Keine Kuppel. Ach so. Brauchst du eine zweite Kuppel dafür. Verständlich. Die Falcon kann landen, Leute. So, Leute. Da ist der Schatten. Oh, okay. Jetzt ein Buggy. So, jetzt wird sie landen. Da ist sie. Da ist sie, Leute. Die Rakete mit den ersten Kolonisten auf diesem Planeten. Hallo. So, komm. Ich will euch sehen, da ist unser Logo drauf. Die Rakete ist wunderschön und blau gemacht. Ich will euch sehen, wie ihr rauskommt. Ach du Kacke, sind die klein. Das wusste ich gar nicht. Lol. Ich dachte, die Drohnen wären irgendwie so Staubsaugergröße, aber die sind ja doppelt so groß wie die Menschen. Lol, das wusste ich ja mal gar nicht. Was brauchst du? Ach so, das Gebäude
Und es scheinen alle genug Mitarbeiter zu haben. Das ist super. Ein neuer Anfang, Nachricht. Ein neuer Anfang, Vorlaufen und Entschlossenheit, bla bla bla, ja, 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 ja. Wir wissen das ja alle. Und jetzt haben wir das Gründerstadium, Ernteausfall, die kommen gerade erst rein. Nahrung, 0 von 100 gespeichert, achso. Und hier wohnen jetzt alle drin. Ach, wir haben sogar nur 12. Stimmt. Wie cool das einfach ist. Und hier gehen die Leute jetzt lang, was die für Sachen tragen einfach. Das finde ich cool, aber ich glaube, das unterscheidet die von ihren Jobs, ne? Der ist ja wahrscheinlich Wissenschaftler, ne? Ja. Und der arbeitet dann wahrscheinlich im Forschungslabor. Jo. Bernhard. Du bist... Nee, du bist Bernhard. Ich habe nur Bernhard. Wird das überhaupt mit... H geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Wieso ist das Ding hier so verstaubt? Ich muss mal gewartet werden. Leute, wartet das Ding mal. Und jetzt mal ein bisschen schneller. Kolonisten scheint es gut zu gehen. Aber langsam müssen wir halt wirklich in diese Fabriken hier eingehen. Treibstoffraffinerie. Oh mein Gott, das brauchen wir sofort. Obwohl, ja, das ist fast fertig. Okay, wir müssen es machen. Hoffentlich bringt uns das Forschungslabor dann ein bisschen, ja, Forschung. Lege fest, welche Arbeitskräfte für dieses Gebäude in Frage kommen. Ja, Wissenschaftler würde ich mal sagen, ne? Irgendwie habe ich gerade gar nicht so viel zu tun. Standardforschung pro Sol 200, Alter. Ernteausfall. Hör auf, mir von Ernteausfällen zu berichten. Wähle eine neue Nutzpflanze. Warte, die ernten nur Weizengras. Das ist das einzige von denen, die sich ernähren. Warte, Weizengras, kannst ja Brötchen draus machen, rein theoretisch, ne? Okay, die Falken kann wieder starten. Nicht die Landeplattform, die Falken. Ja, du hattest nichts dabei. Du musst auch gar nichts dabei haben. Haben sowieso nicht genügend Polymere. Also, tschüss. Perfekt. Ja, wie lange wird daraus jetzt geforscht? Keine Ahnung. Egal. Es ist alles ziemlich verstaubt. Irgendwie, als wenn die Drohnen richtig überlastet. Ich meine, komm, ein Metall. Keine Ahnung. Oh, das Ding ist blau. Es wurde offensichtlich gerade gewartet, aber... War das Ding nicht mal irgendwie so grau-weiß oder so? Keine Ahnung. Orbitalsonden, stimmt, wir können ja noch scannen. Da haben wir ein Wasservorkommen. Wie groß ist das? 10.000. Uff. Ja, da müssen wir aber eine Infrastruktur da hinten aufbauen. Komm mal zurück, Dude. Was ist das? Ein Edelmetallextraktor. Stimmt, Edelmetalle aus unterirdischen Vorkommen. Wann kriegen wir eigentlich die Shuttles? Gibt es doch auch. Ich sehe sie aber nicht. Die gehören ja wohl nicht zur Lebenserhaltung. Na, keine Ahnung. Hier scheint sie nicht zu sein. Und das Vorkommen ist zu 2/3 leer. Forschung. Was ist das? Produktivitätsausbildung. Ingenieure und Geologen erhalten plus 10 Leistungen, wenn sie in ihrem Spezialgebiet tätig sind. Okay. Das ist ja natürlich nicht schlecht, ne? Sponsor gibt mir 100. Gebäude, also Forschungslabor gibt mir 200. Praktisch. Ah, der Wasserrückgewinnung. Reduziert den Wasserverbrauch innerhalb der Kuppel drastisch. Alter. Und das muss jetzt gemacht werden, damit eine Polymerfabrik und eine Treibstoffraffinerie kriegen. Ist das Treibstoff? Wir haben doch schon eine Treibstoffraffinerie, oder nicht? Ist das nicht? Ach so, stimmt, wir können die nicht bauen. Wir haben nur die Fertigsachen bekommen. Und davon kriegen wir dann jetzt halt auch eine Polymerfabrik. Können wir uns nicht eine Frachtrakete rein, theoretisch, mit Fertigbauten holen? Stimmt, Tatsache. Wir können da einfach so Fabriken. Und Alter, die sind teuer. Ja, die sind richtig teuer, die Dinger.
Da erforsche ich die doch lieber. Da haben wir auch wieder ein bisschen mehr Geld bekommen. Ja, würde ich jetzt eigentlich mal sagen, das war's dann für diese Folge. Ich habe jetzt ziemlich lange am Stück aufgenommen. Es ist gerade nicht viel zu tun. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen offscreen weiterspielen. Aber jetzt erstmal, bis was Interessantes passiert, werde ich jetzt erstmal nichts machen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute! Oh Gott, Leute, habt ihr Audio überstanden?